So, und da sind wir wieder bei Let's Play Pirate One on One. Ich habe schon die ersten Kommentare ausgewertet und da hieß es, laber nicht zu viel, zeig mehr vom Spiel oder lass mal das Spiel auf einen wirken. Und versuche ich jetzt mit diesem Let's Play mal gleich umzusetzen. Also das starten wir doch mal direkt durch mit dem dritten Teil von Pirate One on One. So, dann starten wir direkt da, wo wir aufgehört haben. Wir müssen jetzt halt diesen Finn suchen. Jetzt wird uns aber gerade noch ein bisschen erklärt, wo wir unsere Crew einsehen können. Alle, die bei uns in der Crew drin sind, die NPCs können wir hier finden. Jetzt können wir leider da noch nicht allzu viel machen, außer auszuwählen. Bin ich multitaskingfähig, wenn die da rumblabbern, dann kann ich nicht mitreden. Wir können halt hier auswählen, wer an erster Stelle ist von unserer Crew und wer an zweiter Stelle, bla bla bla. Umso weiter wir im Spielverlauf sind, umso mehr NPCs stehen uns auch zur Verfügung. So, aber wir sollten jetzt hier erstmal die Steinschleudern zerstören. Und anscheinend hat es schon ein Spieler vor uns gemacht, weswegen wir das auch auf unserer Quest gut geschrieben bekommen haben. Komischerweise. Gut. Aber anscheinend ist die eine Steinschleuder noch nicht ganz zerstört, deswegen laufen wir jetzt noch zur dritten hin und zerstören diese. Und dann dürfte die Quest auch abgeschlossen sein. So. Hier hat sich gerade auch irgendwie nichts getan. Gehen wir halt noch zum dritten. Ich träge doch wahrscheinlich schon wieder zu viel, oder? So. Hat sie jetzt eigentlich nicht viel getan. Normal hätte das explodieren sollen, aber irgendwie. Ach, wartet mal, so weit waren wir noch gar nicht. Wir mussten jetzt erstmal die Position markieren. Gott, ich bin schon viel weiter im Spielverlauf, als wir eigentlich gerade hier sind. Wie gesagt, das ist auch noch kein Live-Let's Play. Das ist, wie gesagt, noch eine Aufzeichnung. Die nächsten werden dann live kommentiert sein. Während des Spiels. So. Du hast es geschafft. Schnell, bring die Karte zurück und wir werden deren Steinschleuder mit unseren Kanonen zerstören. Ja. Dann geben wir ihnen mal die Karte. Damit diese da die Bombardierung, die wir gerade eben. Die ich gerade eben schon dachte, die wir eigentlich machen müssen. Jetzt machen. So, jetzt habe ich die Fahrt wieder. Du bist zurück. Was hast du da bei dir? Eine Karte mit Position ihrer Artillerie? Hahaha. Jetzt zahlen wir es ihnen heim. Lauf zurück. Vergiss das. Diese Schleudermaschinen, unsere Kanonen werden sie nicht erreichen. Du musst es wohl auf die gute altmodische Art machen. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Sie schleudern Pulverfässer auf uns. Geh und zünde welche von ihren an. Anschließend sprich mit Smollett, um ihnen den Rest zu geben. So. Dann wollen wir nur jetzt in den Dschungel zurück und diese Steinschleudern jetzt aber mal zerstören. Hier sieht man es mal wieder vier laufen. Ich habe derzeit noch keinen Mount. Kaufen uns vielleicht später mal eins. Aber jetzt sind die Wege eh noch nicht allzu weit zum Latschen. Ich habe übrigens noch nicht herausgefunden, ob es hier wie in Wizard Teleportationsmarkierungen gibt. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel stehen bleibe, dass ich daher markiere, dass ich daher nachher hin zurück teleportieren möchte. Geht irgendwie nicht. Man kann sich nur nach Hause teleportieren. Zu der Live-Fontaine, also zu diesem Brunnen. Oder zurück ins letzte Startgebiet halt von der Map. Aber irgendwie jetzt direkt, dass man sagen kann, hier will ich nachher später wieder zurück, genau an dieser Stelle, wo ich jetzt stehe, geht irgendwie noch nicht. Hoffe ich, das kommt im späteren Spielverlauf noch dazu. Oder mit einem der späteren Updates vielleicht. So, jetzt haben wir aber wirklich die Steuern zerstört. Wir gehen zurück zu Smollett, um Bericht zu erstatten.
Gut gemacht, Pirat. Die Bombardierung hat aufgehört und Skull Island ist gerettet. Nun, wo wir uns um die Troggy-Artillerie gekümmert haben, können wir uns um Captain Averys verschwundenen Sachen kümmern. Finn hat uns eine Fußspur hinterlassen. Ich wage zu behaupten, dass er sich in der Totenkopfhöhle versteckt. Ich habe zwei meiner besten Leute geschickt, Livesey und Shepard. Sie sind schon vor Stunden gegangen. Schau bitte nach. Nicht, dass die Troggys sie geschnappt haben. Wenn Livesey und Shepard noch leben, wissen sie, wo Finn ist. So, dann suchen wir die beiden mal. Hier gerade noch mal ein kleiner Hinweis: Wenn wir in keinen Kampf geraten wollen, sollten wir uns an der Seite des Straßenrandes hier aufhalten. Machen wir natürlich. Schauen wir nochmal nach, ob wir richtig sind, aber so großartig verlaufen kann man sich, denke ich, auch noch nicht. Luda! Hilfe! Der Himmel schickt dich. Du musst mich hier rausholen, und zwar schnell, bevor die Troggys zurückkommen. Oh, ich krieg das Schloss nicht auf. Wir brauchen den Schlüssel. Einer dieser Troggy-Schamanen muss ihn haben. Bring mir diesen Schlüssel. Oh, kleiner Frosch ist gefangen im Käfig. Wollen wir natürlich befreien. So. Einer der Schamanen von diesem komischen, schleimigen Frischen muss den Schlüssel haben. Versuchen wir den mal zu finden. Ihr seht, wir haben als ersten Begleiter gerade die Bonnie Anne dabei. Das heißt, immer wen wir als ersten Begleiter ausgewählt haben, der läuft auch die immer hinter uns her. So, jetzt müssen wir hier erstmal Position markieren, weil so erreichen die Gegner noch nicht zum Angriff. Wir können uns immer nur so weit bewegen und so weit schießen, wie viel, umso mehr blaue Felder wir zur Verfügung haben. So, zum Beispiel können wir gerade nur diesen angreifen, wo markiert ist. Spezialangriff von uns, der trifft momentan keinen der Gegner. Das heißt, wir greifen den einfach mal normal aus der Entfernung an. Da wir gerade eh nur den da angreifen können, gehen wir mit vereinter Power auf diesen Frosch. So. Bleiben noch zwei weitere übrig. Die hat jetzt gerade einen Angriff, wo mehrere Gegner treffen kann. Muss hoffentlich auch. Deswegen haben wir diese mal ausgewählt. So, und dann geben wir jetzt auch noch dem letzten Frosch den Rest. Ich hoffe, er hat den Schlüssel dabei. Und zum Glück hatte er diesen auch dabei. Dann wollen wir mal den armen Frosch retten. Click the hook in the top menu, then my badges to see a list of your achievements. Good hunting. So, hier ist wie in Wizard ein Archivmentsystem, das heißt, wenn wir spezielle Aufgaben erfüllen, bekommen wir hier neue Titel, wo dann über den Namen unseres Charakters eingeblendet werden. Thank you, Pirate. Danke dir, ich dachte, ich komme hier nie mehr raus. Und wir haben sogar noch Level 3 direkt erreicht.
Du suchst Finn? Er ist den Weg dort hoch. Aber er ist nicht allein. Da ist eine ganze Gruppe von Haien. Sie haben ein Lager weiter oben der Brücke aufgebaut. Die sind hinter irgendwas her. Stefan und ich haben sie gefunden, als wir von ihnen angegriffen wurden und dann gefangen genommen wurden. Ich habe Finn zwar nicht gesehen, aber er muss hier sein. Du greifst die Halsabschneider an, um sie abzulenken. Ich werde mich dann ins Camp schleichen und schauen, was ich finden kann. Sobald ich fertig bin, werde ich mich in der Totenkopfhöhle verstecken und auf dich warten. Auf geht's! So. Frosch befreit. Er spioniert mal die Lage aus, wie es aussieht da oben. Und wir müssen so lange diese Haie besiegen. Hier gibt es noch so ein Hinweisfenster, was wir als letztes getan haben oder was wir für Beute bekommen haben. Die Emotionen... Oh, die Animationen sehen, ja, sagen wir mal, so aus wie in Wizard 101. Gibt es jetzt nicht wirklich viel Neues da, was aber auch nichts macht. Companions have levels just like you. Spend training points to raise a companion's level. You can get more training points from gaining levels, training tomes, or from quests. Look under the companion display window to see how many training points you have. Now, click any companion to select them. Click the train button. Click it a few times and the companion will gain a level. So hier können wir jetzt unsere ersten Trainingspunkte in unsere Crew reinstecken, um diese aufzuleveln. Trainingspunkte bekommt man, indem man Quests abschließt, Level aufsteigt oder durch irgendwas anderes, was ich jetzt noch nicht weiß, was das genau ist. So, jetzt tun wir erstmal hier unseren Wing Chang ein bisschen aufleveln, damit er auch stärker wird. Übrigens, der Companion bzw. das Crewmitglied kann nie stärker sein als man selber. Das heißt, wenn ich jetzt Level 10 bin, kann er nicht Level 11 sein, bevor ich Level 11 bin. Captain muss natürlich immer der Stärkste bleiben. Wie es für einen Piraten halt gehört, sonst meutern die mich ja irgendwann mal. Aber jetzt geht's auf zu den Haien. Behold, the Skull Cave! And there are the cutthroats. Let's go pick a fight. So, dort sind die Eier. Da müssen wir kämpfen. Aber nicht mehr in dieser Folge, liebe Freunde. Ich verabschiede mich für heute wieder. Und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Let's Play Pirate 101.